Dass der gemeine Motorradreisende gelegentlich zur Rudelbildung neigt, ist hinlänglich bekannt. Weit weniger bekannt sein dürfte der Umstand, dass sich in seltenen Fällen Teilrudel abspalten, um sich dem Hobby der Amateurfilmerei zu widmen. Begleiten wir dieses Teilrudel des insgesamt 40 Exemplare umfassenden Hauptrudels auf dem Weg zum anvisierten Drehort im Thüringer Wald. Achten wir hierbei insbesondere auf die Verhaltensweisen des Rudels und einzelner Exemplare. Das Alpha-Männchen zögert nicht, die Rolle des führenden Oberhaupts für sich zu beanspruchen. Rein und stellen uns wieder genauso hin wie jetzt. Du verfolgst das halt einfach so mit. Da muss ich aber mein Moped irgendwo verstecken. Das muss ich verstecken. Genau. Während einige im Rudel noch zu undiszipliniertem Spieltrieb neigen. Die TI hat dich nicht gehindert, hier zu starten. Folgen nur wenige Exemplare den Weisungen des Regisseurs. Durch das Beisteuern nützlicher Ratschläge versucht dieses Exemplar, sich trotz Unterordnung einen bedeutungsvollen Rang und damit Aufmerksamkeit innerhalb des Rudels zu verschaffen. Es könnte dein Zweitgimbal werden. Passt auch gut fürs iPhone. Ich nehme auch die Regieanweisung mit. Alles. Ja, klar, damit es dokumentiert ist, ob es auch hinterher so genau, ja. Wie der Regisseur das angewiesen hat. Ja. Während die Bemühungen des Rudelführers zur Disziplin erste Früchte tragen, wird auch an anderer Stelle nicht mit klugen Ratschlägen gegeizt. Also das müsste ich eigentlich schon noch filmen. Wenngleich noch die Ernsthaftigkeit ein wenig zu wünschen übrig lässt. Wärst du dann gleich. Für diese Scholle. Ich versuche, um das jetzt zu verstehen. Finden sich bald alle Rudelmitglieder in den ihnen zugewiesenen Rollen ein. Ehrenbacher Schweiz, die erste. Ein Klavier. Das etwas chaotisch anmutende Rudelverhalten lässt die Annahme zu, dass die Regieanweisungen des Rudelanführers aufgrund undeutlicher Ausdrucksweise gründlich missverstanden wurden. Die genaue Ursache erschließt sich dem Beobachter jedoch nicht. Nun, da sich das merkwürdige Verhalten des Rudels nicht ganz nachvollziehen lässt, mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass die Erforschung der im Vergleich zum Erdzeitalter noch sehr jungen Gattung der Motorradreisenden noch ganz am Anfang steht. Da war schon was dabei, lass mich so kurz reinschneiden. Aber schwierig, wenn du mir ständig ins Bild läufst. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, Sie in einer der nächsten Ausgaben tierischer Verhaltensstudien wieder begrüßen zu dürfen.